Hier ist die Mecklenburger Legende Bauer Kohl zu Hause. Als echter Mecklenburger ist er natürlich auch gastfreundlich. Und das hier sind seine willkommenen Gäste. Seit 2005 wird auf dem Golchener Hof in Golchen bei Brühl der Förderpreis für Kultur- und Kunstarbeit mit Kindern und Jugendlichen verliehen. 1.000 Euro gehen an Schulklassen, Arbeitsgemeinschaften, Kollektive und Projekte aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Am Dienstag wurde der Förderpreis 2014 vergeben. Zu einem solchen Anlass schlüpfte Bauer Kohl in sein Feiertagskostüm und wurde zu Jörg Klingor. So heißt der prominente Künstler, Musiker und Unternehmer aus Golchen. Es ist sein Anliegen, sich für die Kinder und die Region zu engagieren. Also ich denke, das Wichtige für uns hier auf dem Golchener Hof war immer die Aufmerksamkeit auf die Kunst- und Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen zu richten. So viel ist es in unserer Region wichtig, aber ganz entscheidend ist, wie wir sie selber sehen, wie wir sie bewerten, wie wir sie wertschätzen. Und da gibt es viele wichtige Dinge, die man tun kann, aber auch die Aufmerksamkeit auf diese Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu legen. Und das ist der Grund für diesen Preis. 8 Projekte haben sich dieses Jahr für den Preis beworben. Eine 9-köpfige Jury musste sich dabei alle 9 Köpfe lange zerbrechen, um den Sieger herauszufinden. Bauer Kohl war mit all seinen Bauernweisheiten mit dabei. Der Landkreis und die Sparkasse Parchim-Lübs haben auch kräftig mitgezogen. Seit dem ersten Tag seiner Existenz hat der Förderpreis seine treuen Förderer in der Region. Der Landkreis muss aber auch bei denjenigen werben, die das Geld geben für solche Veranstaltungen, dass sie das auch künftig machen. Denn solche Veranstaltungen sind sehr wertvoll und die gehören einfach auch in die Fläche. Dieses Projekt gibt es ja seit nunmehr 10 Jahren. Und wir sind eigentlich seit 10 Jahren, also von der ersten Stunde an dabei. Zumal die Jugendarbeit oder die Unterstützung von Jugendprojekten für uns von sehr großer Bedeutung eigentlich schon immer gewesen ist und auch in Zukunft bleiben wird. An die Edith Stein Schule Ludwigslust für ihre Präsentation des Theaterstücks Das Tierhäuschen. Herzlichen Glückwunsch! Die katholische Edith Stein Schule aus Ludwigslust hat diesmal das Rennen gemacht. Aus eigener Kraft haben die Schüler das Stück Tierhäuschen nach Samuel Marschak inszeniert. Selbst die Bühne für die Freiluftaufführungen wurde selber gebaut. Dafür gab es den Förderpreis für Kunst- und Kulturarbeit mit Kindern 2014. Die Herausforderung war? Immer alle am Ball zu behalten, dass die also wirklich auch die Spannung aufrechthalten, dass sie zusammenarbeiten und das zusammenzuführen, weil die einzelnen Gruppen haben ja alleine gearbeitet für sich. Es stand fest, das ist das Tierhäuschen, wir brauchen Requisite, wir brauchen Bühne, wir brauchen natürlich Schauspieler und so weiter. Und das dann am Ende zusammenzuführen, auch dass die Musik dann kommt, wenn sie kommen muss, wenn die Bewegung des Igels, des Hahns oder so dann auch sein musste. Im nächsten Jahr nimmt Bauer Kohl seine Gäste wieder auf dem Golchener Hof in Empfang. Denn Kultur, Kunst und Engagement sind hier immer willkommen.